Kommt das Ende der Steuererklärungspflicht für Rentner? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, die Pflicht für die Steuererklärung für Rentner könnte bald Geschichte sein. Sie könnte bald enden. Im Jahr 2023, Ende 2023, hat Bundesminister für Finanzen Christian Lindner eine Kommission, eine Expertenkommission eingerichtet, und zwar die Expertenkommission für eine bürgernahe Einkommenssteuer. Und diese Expertenkommission hat erst kürzlich, Mitte Juli 2024, die Ergebnisse ihrer Beratschlagungen vorgestellt und hat uns Wege aufgezeigt, wie die Einkommenssteuer für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch vor allen Dingen für Rentner, das ist ja unser Thema, vereinfacht werden könnte. Und der große Nenner ist dort in dieser Kommission, die aus wirklich Fachleuten besteht, Professoren, aber auch aus den Mitarbeiterinnen, also aus einem Vertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter. Und die haben ja wirklich aufgrund ihrer Praxiserfahrung wirklich sehr, sehr viele brauchbare Vorschläge dort eingebracht, unter anderem auch die Einführung einer Rentenabzugssteuer. Das heißt also, wenn die Rentenabzugssteuer kommen sollte, dann könnte es mit der Steuererklärungspflicht für Rentner bald vorbei sein. Ja, warum ist das ganz einfach so? Die meisten Rentner haben schlichtweg Angst vor der Steuererklärung. Das hat verschiedene Gründe. Viele von Ihnen oder viele von den Betroffenen wissen gar nicht, dass sie überhaupt eine Steuererklärung abgeben müssen. Ja, die denken also, ich beziehe gesetzliche Rente, damit bin ich außen vor, ich habe ein Leben lang vorher immer Lohnsteuer gezahlt oder Einkommensteuer gezahlt, warum soll ich jetzt auf meine Rente Steuern zahlen? Nein, meine Damen und Herren, so einfach ist es nicht. Vater Staat braucht schlicht und ergreifend Geld, und dieses Geld holt er sich auch von den Rentnern, die Steuern zahlen müssen. Ich betone, nur von denjenigen Rentnerinnen und Rentnern, die tatsächlich auch steuererklärungspflichtig sind. Es sind nicht alle von den 21 Millionen, aber die Zahl derer, die steuerpflichtig werden, steigt jedes Jahr an. Und das ist ganz klar. Wir haben jetzt aktuell in Deutschland ungefähr 5 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die steuererklärungspflichtig wären. Und wenn alle von denen die Steuererklärung abgeben würde, würden die Finanzämter schlicht und ergreifend den Laden zumachen. Die schaffen ihre Arbeit ja jetzt schon nicht mehr. Und wir wissen das auch aus der Praxis. Wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen oder viele Hinweise dazu auch, dass wenn Rentner einmal ins Visier des Finanzamts gekommen sind, dann kann es richtig teuer werden. Und da habe ich schon viele Beispiele zu Gehör bekommen. Und da haben sich die Leute dann auch fürchterlich aufgeregt und haben gesagt, das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Aber letzten Endes ist es halt so, wir haben die nachgelagerte Besteuerung und gesetzliche Renten sind im Grundsatz erst einmal steuerpflichtig. Ja, ob Sie dann tatsächlich eine Steuererklärung abgeben müssen oder Steuern zahlen müssen, ist noch eine völlig andere Frage. Aber für die, die eine Steuererklärung abgeben müssen, man schätzt ungefähr 4,5 bis 5 Millionen, da könnte es bald ein Ende geben. Und zwar in dem Moment, wo die Rentenabzugssteuer als Quellensteuer eingeführt wird, bedarf es einfach keiner Steuererklärung mehr. Das heißt also, von Ihrer Rente werden dann nicht nur Kranken- und Pflegebeiträge abgezogen, sondern eben auch diese Rentenabzugssteuer. Und wenn das kommt, brauchen Sie, so der Vorschlag der Expertenkommission, dann keine Steuererklärung mehr abgeben. Also die Pflicht, als solche eine solche abzugeben, wäre dann weg. Es gibt natürlich dann wiederum Ausnahmen davon, vor allen Dingen für die Rentnerinnen und Rentner, die neben der Rente noch Arbeitseinkünfte aus einer Beschäftigung haben, die müssen sicherlich weiterhin noch eine Steuererklärung abgeben. Da macht es ja auch letzten Endes Sinn, das zu tun. Ja, meine Damen und Herren, ist damit die komplette Pflicht weg oder können Sie vielleicht auch freiwillig eine Steuererklärung abgeben, wenn es nach der Expertenkommission geht? Ja, also das Recht bleibt Ihnen grundsätzlich unbenommen. Sie können jederzeit eine Steuererklärung abgeben und damit zum Beispiel auch prüfen lassen, ob die Abzüge, die die Rentenversicherung dann von ihrer Monatsrente vornimmt, also die Renten, die Steuerabzüge vornimmt, ob die korrekt berechnet worden sind. Es kann ja zum Beispiel sein, dass Sie auch außergewöhnliche Ausgaben haben, die das Finanzamt für das Vorjahr
Also das Finanzamt meldet für das Vorjahr die entsprechenden steuerpflichtigen Einkünfte und daraus errechnet dann die Rentenversicherung den monatlichen Steuerabzugsbetrag. Und da kann es ja sein, dass Sie möglicherweise hier noch entsprechende Abzüge vornehmen können und damit würden Sie dann möglicherweise auch einen bestimmten Steuererstattungsbetrag haben. Das heißt also Geld vom Staat wieder zurückbekommen. Und das macht dann Sinn, hier in dem Fall eine entsprechende Steuererklärung abzugeben. Ja, meine Damen und Herren, ich finde die Vorschläge der Expertenkommission gar nicht mal ganz so undumm. Damit würde viel, viel Ärger und viel Kummer der manchen Rentner da trifft durch das Finanzamt, ihnen erspart bleiben. Das heißt also teure Bußgelder, teure Strafgelder, viele Zinsen und so weiter würden ihnen erspart bleiben, wenn ihnen von den Renten dann schon die entsprechenden Abzüge von der Steuer gemacht würden. Dass wir generell Steuern auf die Renten zahlen müssen, auf die gesetzlichen Renten zahlen müssen, das ist bekannt seit 2005. Da können wir also nichts mehr machen. Das Bundesverfassungsgericht hat das auch letzten Endes so gefordert, bevor es zur nachgelagerten Besteuerung kam, war das ja ein Thema beim Bundesverfassungsgericht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht generell jetzt aktuell sagen würde, dass die Besteuerung von gesetzlichen Renten verfassungswidrig wäre. Das würde wiederum dann ein Riesenproblem aufwerfen mit den Besteuerungen von Beamtenpensionen. Die werden ja auch grundsätzlich besteuert. Und zwar ziehen die Dienstherren ja von den Pensionen sofort die Lohnsteuer ab. Also also aus der Sicht heraus wäre das dann eine Ungleichbehandlung und das wäre sicherlich vielleicht nicht gerade in Ordnung gegenüber den Pensionären, obwohl die natürlich oftmals höhere Pensionen bekommen als gesetzliche Rentner. Aber die Quellenbesteuerung, die hier eingeführt werden soll, betrifft dann nicht nur die gesetzlichen Renten, sondern auch die Betriebsrenten und auch private Renten. Das heißt also, wir werden es erleben bei der deutschen Rentenversicherung, falls das eingeführt werden sollte, dass wir dann hier so eine Art Rentenfinanzamt bekommen. Das heißt also, die gesetzliche Rentenversicherung muss dann noch mehr tun. Bei gleichbleibendem Personal oder immer weniger werdenden Personal müssen die dann auch noch die Steuern für die Rentner ausrechnen. Ich bin wirklich gespannt, wie das alles funktionieren wird. Mir tun die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen Rentenversicherung und der Träger der Rentenversicherung jetzt schon leid, wenn das umgesetzt wird, also wenn das so umgesetzt wird. Ich wünschte mir dort eine andere Lösung, dass die Finanzämter dort vielleicht etwas anderes kreieren oder dass der Gesetzgeber hier etwas anderes kreiert und dass die gesetzlichen Rentenkassen nicht noch mit dieser Zusatzaufgabe extra belastet werden. Aber an sich kein schlechter Vorschlag der Expertenkommission und deswegen sage ich, es ist noch nichts entschieden. Finanzminister Lindner muss das Ganze alles in die Diskussion bringen, in die einzelnen Ministerien und den Kanzler auch vorlegen. Ja, und wenn es dort sozusagen das grüne Licht gibt, dann wird das möglicherweise vielleicht sogar dieses Jahr noch in entsprechende Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir haben jetzt quasi noch ein Jahr Bundesregierung und Sie wissen auch, die Bundesregierung ist mega zerstritten. Finanzminister Lindner hat in einem Interview am 28. Juli 2024 ja schon mitgeteilt, dass es eine Fortführung der Ampelregierung mit der FDP nicht mehr geben wird. Damit ist eigentlich das Scheidungstuch schon durchgeschnitten und die Scheidungspapiere unterschrieben worden. Das heißt also, die FDP steht hier letzten Endes nur noch auf dem Absprung. Ob es die Bundesregierung tatsächlich bis zur Bundestagswahl schafft, ist auch noch völlig offen. Wir haben noch drei Landtagswahlen und wenn dort die SPD in die Knie geht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Kanzler hier ein weiter so aufruft. Dann muss es eigentlich in Deutschland Neuwahlen gehen. Aber das wissen wir auch noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, ob es die Rentenabzugsteuer geben wird. Aber ich finde den Vorschlag als solchen interessant. Und es wäre auch wirklich eine große Erleichterung für alle Rentnerinnen und Rentner, wenn sie denn dann keine Steuererklärung mehr abgeben müssten. Näheres zu diesem Thema, wie immer, auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.